Hallo und ganz herzlich willkommen zum heutigen Live-Call. Ich bin heute ein bisschen spät dran. Ich habe noch etwas Technisches ausprobiert und habe da ein bisschen die Zeit übersehen. Ich warte jetzt noch ein bisschen, wer heute gerne live dabei sein möchte. Schreibt mir doch mal einen Kommentar rein, ob ich gut zu hören, gut zu sehen bin, gut zu verstehen bin. In unserem heutigen Live-Call geht es wieder weiter um das Thema verletzte Gefühle. In den vorigen Live-Calls habe ich euch schon einige Möglichkeiten vorgestellt, wie man verletzte Gefühle harmonisieren kann. Und zur Unterstützung heute habe ich den Osterhasen mitgebracht, den ihr hier im Hintergrund sehen könnt. Ich hoffe, dass ihr auch wunderschöne Ostern gehabt habt und verbracht habt. Wie gesagt, der Osterhase ist bei mir geblieben und der unterstützt mich heute beim heutigen Live-Call. Ich möchte, bevor ich anfange, über die heutige Harmonisierungsmöglichkeit, das ist ja gleich Harmonisierung ist gleich Heilung, Auflösung, Ausgleich, das Thema heutige verletzte Gefühle, bevor ich die heutige Möglichkeit vorstelle. Heute arbeiten wir mit den vier Elementen. Möchte ich euch gerne noch eine Buchempfehlung mitgeben, eine Buchempfehlung, die mir vor vielen, vielen Jahren sehr, sehr geholfen hat. Ich war selber vor vielen Jahren in einer ganz schwierigen Situation. Ich war verheiratet in der Schweiz und viele Dinge sind dann ganz anders gekommen, als man sich das vorstellt. Jeder hat ja so seine Ziele, jeder hat so seine Vorstellung, wie Familie und Kinder und alles aussieht. Und man wächst natürlich ja auch geprägt auf durch die Gesellschaft und nachher ist dann oftmals alles ganz anders und ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Und in dieser Zeit habe ich bei einer Buchpräsentation in Zürich, ich habe früher in der Schweiz gelebt, einige Jahre mit einem Schweizer verheiratet, habe ich einen ganz tollen Mann kennengelernt, der heißt Professor Jörg Willi bei seiner Buchpräsentation. Und zwar ist er Leiter gewesen früher der Psychiatrie, Psychologie, hat er studiert, Psychiatrie, psychiatrischer Arzt und hat dann nach einigen Jahren war er beruflich tätig bei einem Institut für ökologisch-systematische Therapie in Zürich. Und ich habe damals bei dieser Buchpräsentation, ich habe mir dann das Buch gekauft, es nennt sich Wendepunkte im Lebenslauf und ist erschienen beim Klett-Cotta Verlag, wenn du mal nachschauen möchtest. Ich habe diese Buchempfehlung auch unterhalb des Videos als Link gepostet. Und in diesem Buch, was ich ganz toll finde, Wendepunkte im Lebenslauf, erwähnt er auch Karma. Erwähnt er auch den Bereich, das Lebenslauf-Karma, man erntet, was man gesät hat. Und das finde ich ganz toll, weil es ja oftmals dann sehr ungewöhnlich ist in den klassischen Therapien, wie wir dies kennen von früher, medizinischen Therapien, dass er darauf eingeht und es in seinem Buch erwähnt, die ganzen Zusammenhänge. Ich habe auch sein Buch erwähnt in meinem Buch Karma wandeln, auflösen und heilen als Literaturangabe, als Hinweis, um sich noch weiter mit diesem Thema auch in der Verbindung zu unserer westlichen medizinischen Therapie, nenne ich es mal, sich da einen Übergang zu bekommen und sich vertiefen zu können. Also ich kann dir das nur wärmstens empfehlen. Ich habe damals, wo ich mir das gekauft habe und ihn bei seiner Buchpräsentation kennenlernen durfte in der Schweiz, noch nicht so diese Zusammenhänge verstanden, wie ich sie
heute verstehe, das ist schon auch ein paar Jährchen her, das war im Jahr 2006, 2007. Und heute ist mir einfach der Impuls gekommen, es ist mir direkt in die Hände gefallen und die geistige Welt hat gesagt, gib doch das Buch nochmal bekannt als Literaturangabe im Live-Call, weil es gibt Menschen, die meine Live-Calls ansehen, denen dieses Buch eine sehr, sehr große Unterstützung und Hilfe sein kann. So, und jetzt möchte ich gerne beginnen und mit dem heutigen Thema da eintauchen, Heilung verletzter Gefühle durch die Unterstützung der vier Elemente. Welche vier Elemente haben wir? Wir haben die vier Elemente auf der Erde hier, die Erde, dann Wasser, Feuer und Luft. Diese Elemente sind auch den verschiedenen Chakren zugeordnet, das Wurzelchakra der Erde, Wasser dem Sakralchakra, Feuer dem Solarplexus und dann Luft geht dann oben weiter. Die Erdung ist allgemein sehr wichtig. Bevor man anfängt, mit sich selber in die Ruhe zu gehen, macht man ja generell immer eine Ausrichtung in der Meditation zu Beginn. Man verbindet sich mit oben und unten. Und das Wichtige ist, es gibt auch Meditationen, wo man einfach nur den Anschluss an oben macht, aber nicht an unten. Und das heißt, dass man dann in diesem Bereich nicht geerdet ist. Wir brauchen aber beides. Die Erdung ist ganz wichtig, denn wenn wir Stress hatten, wenn wir aufgeregt sind, wenn wir aufgelöst sind, wenn wir total emotional sind, geht die Seele, das ist der feinstoffliche Bereich, mehr aus dem Körper raus. Wir sind nicht geerdet, nicht verbunden mit unserem materiellen Körper. Der materielle Körper ist ja die Verdichtung von den schwingenden Atomen. Alles schwingt und das ist unsere verdichtete Form. Und wir müssen dann wieder, um ganz klar und in die Harmonisierung und in unser Gleichgewicht gehen zu können, brauchen wir dann diese Erdung. Und wir werden heute kennenlernen, wie die Elemente auf der Gefühlsebene uns unterstützen können, wieder ins Gleichgewicht zu kommen. Ich bitte dich jetzt, dir es bequem zu machen, wenn du noch nichts zum Schreiben dir nebendran gelegt hast, dann kannst du das jetzt noch machen, das Video dann noch mal kurz stoppen und dir was zum Schreiben an die Seite legen, weil ich finde es immer ganz wichtig, dass man sich das, was man wahrnimmt, was man spürt, was man sieht, dass man das dann sich dann nachher notieren kann und dann aufgrund dessen wieder noch mal das ganze Revue passieren lassen. Wie war das? Was habe ich gespürt? Was habe ich gesehen? Was habe ich wahrgenommen? Und wie hat jedes einzelne Element auf mich gewirkt? Wie konnte es mich unterstützend begleiten? Oder es gibt auch manche Bereiche, wo ich dann gar nichts spüre, wo ich sage, okay, Feuer hat bei mir nichts ausgelöst, aber Luft war wunderbar für die Harmonisierung meiner verletzten Gefühle. Grundsätzlich gilt immer Teil 1, da habe ich vor einigen Wochen einige Live-Calls dazu gegeben. Teil 1, die Grundlage ist immer, du musst die Ursache wissen von deinen verletzten Gefühlen. Wir haben alle viele verletzte Gefühle und die sind durch verschiedene Bereiche einfach entstanden, durch verschiedene Erlebnisse. Ob in dieser Inkarnation oder in vorigen Inkarnationen, vorige Verkörperungen deiner Seele. Und du musst grundsätzlich, ist es wichtig, für ganz tiefe Verwicklungen brauchst du für jede einzelne oder für jeden einzelnen Auslöser der Verletzung die Ursachen aus deinen Vorleben. Das ist ganz wichtig. Das ist Teil 1. Und Teil 2 ist die Harmonisierung der dazu verletzten
Gefühle. Und jetzt geht's heute weiter mit dem Thema. Also zuerst musst du mal schauen, warum du die verletzten Gefühle hast, und jetzt zur Harmonisierung durch die Möglichkeit der vier Elemente. Mach's dir jetzt bitte bequem. Ich lade dich jetzt ein auf die Reise zur Harmonisierung der verletzten Gefühle durch die vier Elemente. Bitte stelle die Beine parallel und auch die Arme. Es sollte nichts überkreuzt sein. Schließe die Augen und visualisiere einen wunderschönen, hellen, kraftvollen Lichtschutzkreis. Und dann atme bitte dreimal tief über die Nase ein und über den Mund aus. Und über die Nase ein und über den Mund aus. Und dann findest du immer mehr deinen eigenen wunderbaren Atemrhythmus. Dein Kronenchakra öffnet sich jetzt und wunderschöne Lichtwurzeln wachsen zur Kristallsonne. Sei nicht verwundert, es gibt verschiedene Sonnensysteme und verschiedene Energien. Deshalb, heute gehen wir zur Kristallsonne. Und über diese wunderschönen Lichtwurzeln fließt diese Energie über deinen Kopf und dann runter über deinen ganzen Körper wie eine ganz warme Dusche, die sehr angenehm ist. Und gleichzeitig atmest du auch dieses kristalline Licht in dein Innerstes, in jede einzelne Zelle deines Körpers. Und sie erfüllt sich dadurch, wird gereinigt, wird klarer. Beim Ausatmen, alles Alte, alle alten energetischen Ablagerungen, die dürfen sich lösen. Und während du so ganz ausgefüllt und erfüllt bist, spüre, wie sich unten deine Füße öffnen und aus deinen Fußchakren wunderbare, starke, kristalline Wurzeln in die Mutter Erde wachsen. Ganz, ganz, ganz tief ins Erdinnere. Und du spürst immer mehr bei jedem Ein- und Ausatmen, wie du dein feinstofflicher Körper, deine Seele immer mehr wieder in deinen materiellen Körper sich mit dem verbindet, wieder ganz eins wird. Immer, immer mehr. Und gleichzeitig fließt über die Beine die Erdenergie hoch zum Nabel, verbindet sich dort mit der Energie aus dem Universum zu einem wunderbaren, klaren, erhellenden Lichtstrom, der durch alle Bereiche deines Seins fließt, sowohl der festen Materie
als auch der feinstofflichen Bereiche deiner Aura. Mit jedem Atemzug lässt du immer mehr los, alles Alte, und kommst immer mehr bei dir und in dir, deinen Körper an. Und wenn du dich jetzt ganz und gar wohlfühlst und angekommen bist in dir, dann spreche mir bitte folgende Sätze nach. Ich bitte um göttliche, heilende Energie. Ich bitte um Schutz, Kraft und Führung. Schau mal, ob jetzt von den geistigen Welten eine Begleitung zu dir kommt, bei dir ist. Wenn sie da ist, dann begrüße sie, wenn nicht, dann bleib einfach ganz bei dir. Schau dir jetzt an, welches verletzte Gefühl oder welchen verletzten Gefühle dir jetzt ins Bewusstsein kommen, erscheinen, welche du wahrnimmst, die Ursachen dafür kennst du, das ist Teil 1. Und jetzt, wenn die geistige Führung bei dir ist, dann begrüße sie und sag, ich habe die und die verletzten Gefühle und die Ursache haben sie. Bitte begleite mich oder begleitet mich auf dem Weg heute. Und dann stell dir vor, wie sich ein großes Tor aus Licht öffnet. Und durch dieses Tor aus Licht gehst du hindurch. Und es führt dich zu der Qualität, der Energiequalität von Gaia, von unserer Erde. Und schau mal, wo du hingeführt wirst. Wirst du in eine Höhle geführt? Ins Erdinnere, um dich da voll und ganz mit der Kraft der Erde zu verbinden? Oder führt es dich an einen Platz, in einem Garten, wo du dich hinsetzt und ganz bewusst dich mit der Erdenergie verbindest? Oder kommen die Erdwesen zu dir und verbinden dich ganz bewusst mit der Kraft der Erdenergie, der Erde, der Energiequalität der Erde? Schau mal, welchen Bereich, wie du mit quasi der Erde dich verbindest, welche Möglichkeiten dir angeboten werden, was du wahrnimmst. Und dann spreche mir bitte folgende Sätze nach. Jetzt. Ich bitte um die Verbindung mit dir, liebe Erde.
mit deiner Qualität, deiner Energie. Ich erlaube mir jetzt, diese Energie über meine Füße, meine Fußchakren aufzunehmen und diese ganz bewusste Erdenergie, Gaia-Energie in mein ganzes Sein fließen zu lassen. Zunächst in mein körperliches Sein, und in mein feinstoffliches Sein. Und vor allem dahin, wo mein emotionaler Schmerz sitzt. Und dann spür mal, wie sich das anfühlt. Wie fühlt sich das an bei dir? Was ändert sich dadurch, dass die Erdenergie dahin fließt? Diese bewusste, ganz bewusste Erdqualität. Wie fühlt sich das an? Spüre hinein die Verwandlung, die Veränderung. Was macht die Erdenergie mit dir? Und wenn du alles erfasst hast und gespürt hast, dann schreibe dir das auf, wenn du möchtest. Und dann geht's weiter. Denke wieder an deine verletzten Gefühle. Vielleicht ist das eine weg oder die einen und es kommen neue. Wir haben ja schon so einige verletzte Gefühle angesammelt. Konzentriere dich darauf. Und dann schau mal, wenn da geistige Begleitung da ist. Wenn du eine Frage hast, dann stell sie an die geistige Begleitung. Ansonsten lass dich einfach führen. Und es geht jetzt um das Element Wasser. Die Verbindung mit dem Element Wasser. Schau mal, wie du dich persönlich damit verbinden kannst. Schau mal, ob du jetzt am Meer stehst oder an einem See oder an einem Bach oder Fluss oder ob du einfach auf der Wiese sitzt und dich so verbindest. Oftmals in Verbindung mit Wasser sind die Nymphen. Die einen wunderbar da begleiten können oder am Meer die Qualität der Meerjungfrauen.
Wasser ist fließend. Und dann spreche mir folgende Sätze jetzt nach. Ich erlaube mir, mich mit der Energiequalität des Wassers zu verbinden. Ich erlaube mir jetzt die Aufnahme des Wassers. Und dann schau mal, wie das Wasser, die Energiequalität, wie die in dein System fließt über dein Sakralchakra. Das ist das zweite Chakra von unten nach oben. Zuerst kommt das Wurzelchakra unten und das zweite, das ist im Bereich der Gebärmutter ungefähr. Und da fließt das Wasser hinein, die Energiequalität des Wassers. Und dann spüre mal zuerst auf körperlicher Ebene und dann lass es rausfließen in dein gesamtes aurisches Feld. Was passiert? Was spüre ich? Wie verändert sich mein verletztes Gefühl beziehungsweise meine verletzten Gefühle? Was transformiert? Und wunderbar über die Nase einatmen und über den Mund ausatmen. Ganz wichtig dabei, den Atemrhythmus zu behalten, beizubehalten, deinen persönlichen Atemrhythmus. Und dann spüre immer mehr, und dann schau, wie sich, was du erlebt hast, was du wahrgenommen hast. Und wenn du möchtest, dann schreib es dir wieder auf. Und dann gehen wir zum nächsten Element, zum Element Feuer. Werd dir wieder deiner verletzten Gefühle bewusst, was du gerade wahrnimmst. Wenn du möchtest, kannst du deiner geistigen Führung auch nochmal Fragen stellen. Und wenn soweit alles klar ist, dann konzentriere dich nochmal auf die verletzten Gefühle und dazu auf das Element Feuer. Stell dir die Kraft des Feuers vor. Vielleicht hast du auch schon mal von der Kraft der violetten Flamme gehört. Oder Saint-Germain, der auch damit in Verbindung gebracht wird, wo es ganz tolle Übungen gibt, sich in die violette Flamme zu stellen. So kannst du dir vorstellen, wie du dich energetisch in ein großes Feuer stellst. Und du visualisierst, wie du in ein ganz großes Feuer dich stellst. Die Arme noch dazu ausbreitest. Du kannst auch noch die Beine dir vorstellen, wie du die ausbreitest. Arme und beide. Und dann spreche mir bitte Folgendes nach. Ich erlaube mir jetzt, mich ganz und gar auf allen Ebenen durchzureinigen,
meine Verletzungen zu transformieren, zu wandeln durch die Kraft des Feuers. Danke, liebes Feuer, für deine Kraft. Und dann schau mal, was in dir gewandelt werden darf, was transformiert werden darf, was sich endgültig an Gefühlen auflösen kann durch diese ganz starke Kraft. Spüre hinein. Und atme tief aus. Die Wandlungen ganz tief ausatmen. Du fühlst dich nachher, wenn du Bezug hast zum Element Feuer, wie Phönix aus der Asche emporsteigt. Die Transformation auf neuem wieder aufbauen. Und wenn du ganz bewusst deine ganzen Erfahrungen dazu wahrgenommen hast, dann notier sie dir, schreib sie dir auf. Und jetzt gehen wir weiter zum Element Luft. Konzentriere dich jetzt wieder auf die verletzten Gefühle, die du bewusst wahrnehmen kannst. Und wenn du Fragen hast zum Element Luft oder was dir dazu aufkommt, dann spreche mit deinen geistigen Begleitern. Und dann schau mal, wie du die Verbindung, wie sie für dich ist mit Luft. Stehst du irgendwo im Gebirge, zum Beispiel im Himalaya ganz oben, und nimmst diese Luft wahr? Oder auf einer Wiese oder am Meer? Wo stehst du? Lass dich führen an einen für dich besonderen Platz. Oder fliegst du wie ein Vogel in der Luft? Breite deine Arme wieder aus und deine Beine. Und dann sprech mir folgende Sätze nach. Ich erlaube mir jetzt, mich mit der Luft zu verbinden. Ich erlaube mir jetzt, die Luft einzuatmen, die Kraft der Luft voll und ganz auf mich zu nehmen, in mir aufzunehmen. Auch wenn es ein ganz großer, sagen wir mal, Sturm, ein Wind ist, der dich befreit, oder ob es ein laues Lüftchen ist, wo ganz sanft sich um deinen Körper schmiegt, energetisch in deinen Körper hineingeht, in deinem aurischen Bereich ist. Spüre, welche Form von Luft kommt, der sanfte,
zarte Hauch von Wind oder ein starker Wind, der dich richtig durchreinigt, ja? Und spüre, wie sich das anfühlt. Was macht das Element Luft mit deinen verletzten Gefühlen? Wie verändert es? Und nimm ganz bewusst auch diese Luft auf durch den Atmen, durch das Einatmen und das andere. Das ist wie so alles dann abgestaubt nachher. Wusch. Und atme weiter in deinem eigenen Atemrhythmus über die Nase ein und über den Mund aus. Und spüre, was macht das Element Luft mit deinen verletzten Gefühlen. Und wenn du alles so aufgenommen hast, wahrgenommen hast, dann notier es dir wieder, wenn du möchtest. Schließe nochmal die Augen, geh nochmal rein in die gesamte Energie, die du jetzt erlebt hast. Und dann bedanke dich bei den Elementen. Danke, liebe Erde. Danke, liebes Wasser, danke, liebes Feuer, danke, liebe Luft. Ich achte und schätze euch, jedes einzelne Element. Und ab jetzt hier und heute trage ich große Fürsorge und engagiere mich so, dass unsere Bereiche wieder heller werden. Durch mein menschenmögliches Engagement. Liebe geistige Führung, danke für deine Begleitung. Und dann komme ganz bewusst wieder zurück mit drei tiefen Atemzügen. Wieder in den Raum, in die Zeit, von der du aus gestartet bist und spürst dich ganz wieder in dir und bei dir, in deinem Körper. Öffne die Augen in der Geschwindigkeit, wie es für dich jetzt angenehm ist. Und jetzt möchte ich kurz noch zu den einzelnen Elementen etwas dazu sagen. Erde, wie gesagt, da habe ich schon vorhin sehr ausführlich darüber gesprochen, ist die Erdung. Und wenn es dir ganz, ganz schlecht geht, dann versuche dich immer wieder zu erden, Kontakt zur Erde zu finden. Wenn du einen stressigen Tag hattest, zum Beispiel durch Barfußlaufen, ist eine ganz beliebte Sache, Verbindung einfach mit der Erde zu finden. Dich im Sommer auch auf den Rasen mal zu legen, dich wieder ganz und gar mit der Erde zu verbinden. Das Wasser, das Element Wasser hat eine sehr reinigende Wirkung. Kühles Wasser zieht Energie, negative Energie aus dem System heraus. Und das Meerwasser mit seinem Salzgehalt, das ist noch, toppt das noch mal ein bisschen. Das ist noch mal ein stärkerer Reinigungsprozess. Salz zieht auch sehr gut negative Energie aus. Feuer ist die Transformation, die komplette Wandlung,
Wenn du etwas verbrennst, es wandelt sich ganz intensiv. Und die Luft, die reinigt dich mal so richtig durch. Ja? Man kann das symbolisch sehen, dass das Feuer verbrennt, dann liegt die Asche und dann bist du so ein bisschen angestaubt, kann man sich das bildlich vorstellen, und dann kommt die Luft, ja, und befreit dich von dem Staub, von den Ablagerungen. Kann man sich vorstellen, ein bisschen wie ein Staubsauger. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn du nach der Meditation deine Erfahrungen, das, was du wahrgenommen hast, das, was du erlebt hast, zu den einzelnen Elementen bitte als Kommentar hinterlässt. Das wäre ganz, ganz toll, um so ein Feedback zu bekommen. Und wenn du jetzt, wie ich schon im letzten Live-Call angedeutet hast, habe mit dem Osterei, ich weiß nicht, was dir der Osterhase gebracht hat, aber wenn du, das Osterei steht ja dafür, für das Leben, das sich jetzt materialisiert. Und was kommt jetzt auf die Erde? Übertragen auf mein Leben? Die Herbstzeit ist ja dazu da, dass man mit seinen Schatten konfrontiert wird, um sich damit auseinanderzusetzen und zu schauen. Und danach der Tag- und Nachtgleiche im Dezember fängt es ja wieder an, die Tage länger zu werden. Das Licht nimmt wieder täglich zu. Und im Bereich der Rauhnächte, wenn du diese Vorbereitungen kennst über die Rauhnächte, da wird ja das kommende Jahr dann vorbereitet. Und im März ist sozusagen der Beginn des eigentlichen neuen Jahres, die Saat, die Aussaat, also was ich denke, meine Ziele, was ich erstmal denke und in die Welt setze, plus meinen verletzten Gefühlen. Und an Ostern kann man dann schon mal so sehen, aha, schon mal so einen ersten Überblick, was möchte ich pflanzen, was möchte ich sehen, ist das schon von meiner Idee ausgereift, ist das dann so erfolgreich oder fehlt mir noch etwas? Im übertragenen Sinne auf die Energiearbeit, das geistige Heilen, was blockiert mich noch? Was hindert mich noch daran? Was ist wieder im selben Kreislauf? Ich habe die Idee, aber ich kann es nicht umsetzen, weil mich dauernd irgendwas blockiert oder irgendwelche Bereiche mich immer wieder in das gleiche Karussell laufen lassen. Und dann möchte ich dir gerne noch anbieten, mal zu schauen bei meinen Begleitangeboten, auch sehr gerne ein kostenloses Infogespräch mit mir vereinbaren, wo ich dir viele Dinge erklären kann, auch Zusammenhänge gerade zu deiner persönlichen Lebenssituation, dass du mehr Klarheit über den Überblick erhältst und dass gegebenenfalls du vielleicht auch, was vielleicht sinnvoll wäre dann, aber das kann man erst sehen, wenn man das persönliche Gespräch geführt hat, weil nicht für jeden meine Begleitungen ideal sind, jeder braucht was anderes. Aber da kann man dann sich austauschen, und ich habe ja bis zum 22. April noch dieses wunderbare Osterspecial, was ich schon als Weihnachtsspecial hatte, dass du inklusive, wenn du meine Begleitung buchst, bei der Karin noch ein zweistündiges astrologisches Gespräch hast, eine Beratung. In ihren astrologischen Beratungen kann man ja wunderbar sehen in deinem Horoskop, das sie dann erstellt, welche Blockaden du aus Vorleben mitgebracht hast, dass wirklich welche vorhanden sind. Und das finde ich immer ganz toll. Wir arbeiten ja viel zusammen mit, haben beide gemeinsame Klienten. Und das ist eine unglaublich effektive Arbeit für den Klienten, weil man oft mal zweifelt, ist es wirklich so, ist es nicht so. Wir sind halt sehr stark von unserem Ego geprägt. Und sie kann immer das aufzeigen im Horoskop, was ich durch die geistige Welt genau exakt die Themen durchbekomme und dann meine Klienten in die Auflösung führe. Und das ist einfach eine doppelte Sicherheit, in Anführungszeichen Bestätigung, wie alles miteinander zusammenhängt. Also ich wünsche dir eine wunderbare Woche. Nächste Woche wird Jennifer wieder ihre neue Yoga-Einheit posten. Und ich sende euch
Ganz herzliche Grüße. Bis zum nächsten Mal. Eure Tanja. Tschüssi.